Kleiderstücke und Zierschmuck. Hallo. Und willkommen zurück zu Skyrim. Oh, der Himmelsrand. Wobei das Spiel selbst heißt Skyrim. Aber wir sind in Himmelsrand. Mit Mercurio immer noch. Wir hatten in der letzten Folge Dinge getan. Genau, wir waren saufen in der letzten Folge. Habe auch einen tollen Stab dafür bekommen, den ich gleich eingelagert habe. Jetzt überlege ich halt. Ich will eigentlich Düsterklinge. Ach scheiße, wir gehen das an mit Düsterklinge. Oder? Was haben wir? Nee, halt, stopp. Scheiße, das wollte ich machen. Da muss ich nochmal raus. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz nachgeguckt in der letzten... Es ist wahrscheinlich nicht die letzte Folge, weil die Datei relativ lang ging. Also die Aufnahme. Ich werde das wieder teilen. Und ist auch scheißegal. Jedenfalls hat Isolda gesagt in Hexen... Moment, ich habe gerade nachgeguckt. Hier, Hexennebelhain. Da müssen wir hin. Da werde ich... Am besten hier, das ist, glaube ich, am nächsten. Aber hier oben ist ja auch noch irgendwas. Hier, Kartspitze. Hat das nicht auch bei der Quest mit dem Saufgelager irgendjemand mal gesagt? Erwähnt? Ich dachte, da wäre auch noch irgendwas gewesen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ob da jetzt nur was war oder nicht. So, wir sind... Ach, hier sind wir. Nee, das ist eine starke Krabbe. Gibt's ja wohl nicht. Wir wollten ja noch den Ring wieder zurückholen. Ich glaube aber, dass es bei Isolda nicht so viel bringt, wenn wir den wieder zurückbringen. Ich weiß halt auch nicht, ob wir den hätten holen müssen, bevor Meier in die Festung und dann zu dem Genoide oder wie er hieß, gegangen sind. Oder ob das überhaupt keinen Einfluss macht, hat. Wir gucken einfach mal. Irgendwie läuft das gerade nicht gut. Ich meine, es läuft eh nie so richtig gut bei mir. Also, die Spiele. Beziehungsweise die Aufnahme. Wieso ist ein so einer hier? Weiß der, dass ich zwei von ihnen gekillt habe? Ja, jetzt geh halt weg. Junge, ich will hier durch. Achso, geht. Da ist nämlich die Moira. Hallo? Ich kann die nicht ansprechen. Ich raste aus. Hm? Oh nee. Antwort auf Berus Rede. Okay, das ist ein normales Buch. Oh ja, nehmen wir das einfach mal alles mit. Ich glaube, die bräuchte ein Asthma-Spray, so wie die hier rumatmet. Ist ja unsauber hier und ein bisschen leer, das die Hütte. Die will nicht mit mir reden. Scheiße. Hätte ich ja echt vorher hingehen sollen, bevor ich die Quest beende. Mal kurios, sagst du dazu? Oder hängt die einfach nur?
Manchmal hilft's ja. Wobei manchmal ein kompletter Neustart von dem Spiel hilft. Scheiße. Okay. Das wollte ich jetzt so nicht. Also, gut, ich hab's probiert, aber... Ja, schade, ne? Scheiße. So, das wollte ich jetzt so eigentlich nicht machen. Jedenfalls wäre die Quest so gewesen, dass die hier auch noch mit uns quatscht, weil wir irgendwie mit ihr uns verheiraten wollten. Ihr halt auch den Ring gegeben haben. Oder hätte ich das Isolda nicht bezahlen dürfen? Nee, weiß ich nicht. Die könnte ich nicht mitnehmen. Und ich weiß gar nicht, was wir hier hätten machen müssen, um an den Ring zu kommen. Aber ist ja jetzt scheiße gelaufen, ne? Deine Schuld. Scheiße. Warum läuft denn das alles hier so falsch? Naja, red mal nicht mehr drüber. Wir vergessen das einfach, dass was hier passiert ist. Oder fast passiert wäre. Und reden einfach nicht mehr drüber. Wenn jemand fragt, ist nie passiert. Ich weiß von nix. Bei meinem Gedächtnis gar kein Problem. Dann... Lichtentraube, okay. Lol, was? Wer? Was ist das? Was ist denn los? Ach, Totenschwörer. Weil ich den Trauger angekrabbelt habe, oder was? Und da kommst du mit einem Messer. Da, das... Okay, der Dolch ist noch hier. Ah, der ist rückstandslos weg. So ein Scheiß. Warum müssen diese Kackbeschwörer ihre toten Leute auch immer wieder neu beschwören? Also, wiederbeleben. Na, richtig wiederbeleben ist es ja nicht. So. Kommst auch auf den Altar. Weil du mir den Loot geklaut hast von dem anderen. Blöde Kuh. Aber das sieht ja eigentlich so aus, als ob hier mal ein Grab noch war. So ein richtiges. Das brauchen wir nicht. War jetzt hier was drin? Nee. Oh, ein Sehnstein. Ist noch... Nehme ich. Aber hier scheint kein Eingang zu sein. Nun ja, das hat sich ja jetzt nicht so gelohnt. Dann können wir jetzt aber nach Düsterklinge suchen. Das erstmal nicht. Dann müssen wir da hin. Da oben. Ich glaube, das war eine ziemlich lange Zwergenruine. Oder eine große, vielmehr. Mensch, immer sind ja Gegner. Ups, ich dachte, ich nehme die Blume zuerst.
das nicht. Hallo? Ist er schon wieder weg, ey? Ich raste aus. Hatten wir das hier nicht schon mal gesäubert? Ah, nee, doch, wir waren ja hier schon mal. Die lernt's halt nicht. Die lernt das einfach nicht. Eigentlich müsste ich dann direkt erstmal wieder zurück Zeug weggeben. Da habe ich nur extra vor der Folge, beziehungsweise nach der letzten Folge, meinen ganzen Krempel ausgekrempelt, meine Taschen geleert, damit ich hier schön alles frei habe und weil ich aber jeden Müll mitnehme. Moment, da können wir eigentlich gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas rausschmeißen. Ich weiß nicht, Schuhe zum Beispiel. Theoretisch die Rüstung, aber ich weiß nicht, der Wert, der macht mich immer ein bisschen schwach. Ich weiß auch gar nicht, wo der hingehört. Den müsste man ja theoretisch irgendwie mal abgeben. Ach, hier kommt zum Beispiel einer raus. Brauchen wir nicht. Ah. Nee, ist zu schwer. Da muss ich doch jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie... Geschäftlicher... Nee, das nicht. Hier vorstehe. Ich war... Abulstein. Beweise. Hm. Ich würde sagen, nachdem wir das geholt haben und Mjöll, holen wir uns auch noch das Schwert und dann werden wir das hier mal abarbeiten. Wobei das hier ja auch wieder eine komplette Questreihe startet. Oh, da denkt man, ist mal eine kleine. Aber genauso wie das hier, das ist ja sogar noch mit der Hauptquest verbunden. Denkst du, das sind so ein paar Billo-Nebenquests? Nee, die starten. Die starten richtig in Quest rein. Und wie gesagt, die hier ist ja auch noch mit der... zum Teil mit der Hauptquest verbunden. Wobei die Hauptquest im Nachhinein sich ein bisschen anfühlt wie eine Nebenquest. Finde ich. Dafür fühlen sich manche Nebenquests wie Hauptquests an. Das wiederum finde ich dann gar nicht so schlecht. Warum? Warum, warum? Oh, den knüpfen wir einfach mal. Heißes Bett. Wird einem ja auf jeden Fall nicht kalt. Ja, das sieht abgebrannt aus. Ziemlich abgebrannt, der Kerl. Haha. Hä? Achso, der gehört zu mir. Wie mein Name an der Tür. Nee. Er nicht. So, ich finde dann so ab hier ist irgendwie... Dahin ist jemand. Ich würde gerade sagen, ein bisschen trostlos. Da ist auch noch jemand. Was ist hier los? Ah, das sind Kaiserliche. Wobei, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da ist schon wieder ein doofer Drache. Box ich tot. Treffe ich den überhaupt? Doch, ich glaube, ein bisschen Schaden hat er kassiert, aber ich weiß nicht, ob der von mir kam. Der hier für Manöver.
Macht das mehr Schaden, wenn ich den in den Kopf schieße? Ah, der ging ja voll daneben. Oh, der macht gut Schaden, der Magier. Also ich finde, das wäre echt dufte, wenn der mich auch noch heilen könnte. Aber das hat er wahrscheinlich nicht gelernt. Aber ich weiß nicht, wenn die nicht alle einzeln eingreifen würden, sondern sagen, okay, wir haben jetzt hier einen wiederbelebt und dort einen. Wartet mal an, weiß nicht, Punkt XY, bis noch 5 kommen. Und dann greifen wir an. Dann hätte ich schlechte Karten. Aber die sind halt dumm. Jetzt ist da auch noch ein Grab. Aber ich finde, wenn man hier so alleine lang geht, ohne ihn, wobei er ja jetzt nur kein großer Gesprächspartner ist bisher. Wobei Lüt ja auch nicht. Das ist halt schade. Was ich auch schade finde, ist, dass sie bei The Elder Scrolls Online keine Begleiter eingebaut haben. Das finde ich sehr schwach, weil sie es bei Fallout 3 schon drin hatten. Glaube ich. Also, ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, bei Fallout New Vegas war es drinne. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei der 3 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube auch. Also man konnte, glaube ich, einen Hund mal finden. Und ich glaube zum Beispiel die Moira von Megaton konnte man... Nee, Blödsinn. Die konnte man nicht mitnehmen. Aber ich dachte, man konnte da jemanden mitnehmen als Gefährten bei der 3. Aber ich habe es nie gemacht. Fallout 4 Kampf ist ja viel später. Aber halt dann Star Wars The Old Republic, da ging das auch problemlos. Ich weiß nicht, warum sie das im MMO nicht gemacht haben. Also im The Elder Scrolls Online. Hätte ich halt mal mega cool gefunden. Du knisterst. Shit, ich habe den Ton schon wieder nicht umgestellt. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz Pause. Mit viel Brause. Ich stelle den Ton kurz um oder konfiguriere das neu, weil mein Soundsystem ein bisschen komisch ist und nur zur Hälfte dran. Und... Ja, dann greift mal hier die Leute an, weil ich glaube, dass das einer zum Angreifen ist. Müsste. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.